Hallo Leute und willkommen zurück zu Amoret Warfare. Ja, hier ist das Schmuckestück. Das ist ja mit dem Patch, mit dem letzten Patch reingekommen. Na. Und ich habe dazu denn heute noch was zu sagen. Jedenfalls, die M1134 ATGM ist ein Tier 7 Panzerjäger. Ja, Panzerjäger mit Raketen. Herkunftsland USA, hat einen Alpha. Schaden von 567, Durchschlag von 940. Ja, wartet ab, dazu sage ich noch was. Schaden pro Minute liegt bei 4426. Wieso ist das so gering? Weil die Nachladezeit 13,32 für zwei Raketen beträgt. Ne? Die Trefferpunkte 1660, die Wannenpanzerung. Ja gut, ist ein kleiner Panzerjäger, ne? 38, 38, 35. Hat ERA-Panzerung drauf, deswegen hat es einen Modifikator von 6,25. Gegen Heat und ERA, Heat und Sprenggranaten. Ja, kann ich euch ja hier nochmal zeigen. Ja. Hier. Käme ich denn auf eine Panzerung von 238 denn da durch? Aber kommt ja normalerweise auch jede Rakete durch, ne? Also spielt eigentlich keine Rolle. Ansonsten gegen AP und HE ziemlich gleich. So, die Geschwindigkeit liegt bei 100,8. 100,8. Beschleunigung 3,6. Tarnung. Eigentlich ziemlich schlecht. Ja, also für einen Panzerjäger, der mit Raketen schießt, ist das ziemlich schlecht. Sichtweite mit den Dingen hier. Jetzt habe ich aber schon leider das andere rausgebaut. Weil ich wollte eigentlich ein bisschen mehr auf Sicht gehen. Na. Aber das kostet mal eben so 500, 6000 für diese Möhre. Ne? Naja. Ja, Geschützneigung. Ja, weil das Ding so auf so einem kleinen Turm sitzt. Minus 10, minus 12. Also minus 12 runter, plus 12 hoch. Turmschwenkung. 29,12 Grad. Wartezeit. 1,5 Sekunden. Ja. Upgrades brauche ich ja nicht großartig erwähnen. Ne? Hat jedenfalls eine ERA-Panzerung oder andersrum gesagt eine W-ERA-Panzerung drauf. Die auf den Stalker-Linie basierenden M1134 verwendet fortschrittlich mit Stahlplatinen. Versetzte Keramik, die Schutz vor Heatgeschossen und Maschinenkanonen bis 20 mm bietet. Ja, dann hat es natürlich den ATGM-Werfer drauf mit zwei Raketen gleichzeitig. Na, dann hier die Rauchgranaten wieder. Und das APTS-System, das Raketen alle 25 Sekunden viermal in einer Runde abwehren kann. Ja. Na. Jetzt wollte ich nochmal sagen, wo ist das Ding zu finden? Natürlich 5500 Gold. Das sind umgerechnet 21,99 €. Ist zu finden hier im Wölfli Tech Tree, ist der neue Tier 7 Premium Tank. Ne? Ja, aber jetzt die andere Sache. Ich habe es ja schon mal öfters angesprochen. Ne? Und hier fällt es jetzt extremst auf. Ne? Deswegen habe ich mir eigentlich auch mehr oder weniger mal diesen Panzer gegönnt, wegen 940 mittleren Durchschlag. Ja, von wegen. Ja, gehen wir mal in den Kampf. Von wegen. Amoret Warfare Team, seht endlich zu, dass die Raketen gefixt werden. Dass Raketen auch wirklich den Durchschlag erreichen, der angegeben ist. Ne?
Und wenn es nur der minimalste Durchschlag ist. Ne, noch nicht mal der minimalste Durchschlag. Ne, wird angerechnet hier bei dieser Möhre. Das sieht nicht gut aus, Leute. Kleines Stückchen warte ich noch, ansonsten gehen wir in die Mission. Nee, also ich habe von, sagen wir mal, ich habe jetzt ungefähr 500 Schuss verballert und habe nicht ein einziges Mal den mittleren Durchschlag erreicht oder den maximalen Durchschlag erreicht. Ja, es schwankt zwischen minimalster Durchschlag, der ist 363 oder irgendwie sowas war das. Ja, nee, Leute, sorry. Keine PvE für 7er Tanks. Muss ich eine Mission machen. Ja, damit ich euch mal so ein bisschen hier besser die Raketen zeigen kann. Nee, also wirklich Armored Warfare Team. Seht zu. Ach, was ich vergessen habe zu erwähnen. Es ist ein Tandem-Sprengkopf. Sprich, mit diesen Raketen wird eine ERA-Panzerung komplett negiert. Hat keine Wirkung. Weil das ein Doppelsprengkopf ist, der zuerst die ERA unschädlich macht und dann der zweite Sprengkopf durch die Panzerung durchgeht. Ne? Also ERA-Panzerung mit dieser Möhre braucht ihr euch auch nicht wundern, dass diese Möhre trotzdem durch eure ERA-Panzerung durchkommt. Ne? Wie gesagt, dieses Ding hat einen Tandem-Sprengkopf, was extra für ERA-Panzerung entwickelt wurde. Das ist halt ein zweifacher Sprengkopf. Ja, jedenfalls hier kann ich euch ja mal zeigen. Ja, hier wird sogar anders angezeigt. Mittlerer Durchschlag von 799. Das ist der minimalste Durchschlag. Ne? Und maximaler Durchschlag von 1081. Ne, wenn man das so sieht, müsste ich eigentlich gegen jeden Panzer, außer die sind ein bisschen stärker gepanzert oder haben halt spezielle Modifikatoren gegen die ERA, gegen die Sprengklamotten. Ja, großer Nachteil ist natürlich bei dieser Möhre auch Radpanzer. Kein Kettenpanzer. Ja gut, es geht aber. Jedenfalls, wie gesagt, zwei Raketen mit einem angeblichen Durchschlag von maximal 1000 und... Ne? Aber kommt teilweise... Also kommt auf, wirklich effizient eigentlich nur gegen Leichtpanzer an. Gegen Heavys brauchst du gar nicht versuchen, mit der Möhre anzukämpfen. Jedenfalls nicht großartig. So, jetzt habt ihr schon mal so ein bisschen was im Einsatz gesehen, die Möhre. Naja. Gut, in Missionen macht es einigermaßen Spaß, aber wenn der mir jetzt nicht im Weg stehen würde, könnte ich auch auf den Feind schießen. Naja. Na, ich habe mich jetzt jedenfalls so ein bisschen dafür entschieden, halt mit der Möhre mal ein bisschen auf mehr Schaden zu gehen. Weil diese Raketen teilweise so dermaßen wenig Schaden nur machen. Ne? Vorteil ist natürlich, man kann ziemlich schräg mit der Möhre stehen, da der Raketenwerfer ziemlich weit oben ist. Ne? Ja, aber man muss natürlich trotzdem ein Sichtfeld auf dem Panzer haben. Ja. Ja, so geht es ja eigentlich. Wenn man als Top-Tier in der Mannschaft ist, ist es eigentlich... Es geht. Ne, außer man kämpft jetzt gegen Heavys. Dann hat man es schon ein bisschen schwerer. Aber die meisten Heavys, die haben ja so eine spezielle Panzerung halt, ne?
Könnt ihr mal sehen. Zwei Schuss von dieser Möhre reichen nicht aus, um einen EXP-Panzer platt zu machen. Das ist eigentlich auch schon so ein bisschen traurig. Ja. Ja, und hier ist jetzt schon das Beispiel, was ich gesagt habe. Leo 2A6. Ist zwar ein Tier 6, Tier 7, aber trotzdem müsste ich mit diesem Durchschlag trotzdem vernünftig durchkommen. Mit den angeblichen 1000 Durchschlag. Ich weiß, dass der nicht immer ständig normalerweise angezeigt wird, aber trotzdem. Ich muss kurz mal so ein bisschen hier an die Seite fahren. Feindlicher LKW, markiert! Und das meine ich halt, ne? Na komm, lad nach da. Naja, jetzt geht es so einigermaßen. Ne? Und das ist auch manchmal so ein bisschen komisch, ne? Hat man den Panzer eigentlich mehr oder weniger mittig getroffen und trotzdem kriegt man nur so einen Blödsinn. Ja, das war jetzt eine Rakete umsonst. Naja. Ja. Ja, aber ihr seht es jetzt mal, was das Ding eigentlich für einen potenziellen Schaden macht. Also, ist schon nicht gerade wenig, ne? Hindert sie daran, an die wertvollen Exponate zu gelangen. Ups, ja. Ah, Mann, ja, ich vergesse immer wieder, dass ich halt hier außen rumfahren muss, weil hier eine Straßensperre ist. Anders kommt man ja hier nicht mehr lang. Vergiss ich immer wieder. Ja, was macht der da? Der ist doch direkt bei den Dingen. Was machen die denn alle da? Ach ja. Ziel identifiziert. Ja, komisch. Diesmal ging es durch, obwohl es eigentlich rot gewesen ist. Ne? Das war wieder eine Rakete umsonst. Ja, was machen die denn da hinten mit den... Ist der zu blöde, dieses Teil da zu holen oder was? Sieht so aus. Scheint so blöde sein, dieses Teil da zu holen. Ja, hier muss ich halt ein bisschen aufpassen. Hier gibt es nämlich Artilleries. Naja. Identifizieren.
Das war aber nicht die letzte Artillerie. Komm, lad nach. Na, das hat nicht gereicht. Ja, leider nicht mehr gereicht, um mir die Artillerie noch zu holen. Ja, sorry Leute, dass ich ihn euch jetzt nie im PvP zeigen konnte. Aber jedenfalls Leo 2 AV, ne? Frontal kein bisschen. Wie gesagt, also nee, kann nicht sein sowas. Auch wenn die mit der ERA Panzerung auf einen Panzerungswert von 700 kommen, ne, dann ist es gerade mal trotzdem der minimalste Durchschlagswert von diesen Raketen. Ne, es kann einfach nicht sein. Die Amoret Warfare Team, seht endlich zu, dass die Raketen endlich mal gefixt werden, ne, dass die auch mal wirklich ihr minimalsten Durchschlag, also normalerweise mittleren Durchschlag, sollte man von ausgehen. Da schwankt es immer denn, ne, von Schuss zu Schuss zwischen minimalsten Durchschlag und maximalen Durchschlag. Ne? So ist das System ja eigentlich. Ne? Aber es kann nicht sein, dass ich dauerhaft sogar unter den minimalsten Durchschlagswert kriege. Ne? Ja, also ich kann euch ja mal kurz nochmal zeigen, was eine Leo 2 AV für Panzerungswerte hat. Ne? Die hat hier einen Modifikator. Das sieht man leider nicht. Ja. Hm. Ja gut, die Wanne ist mehr gepanzert. Ja, ich kann es jetzt auch leider nicht sehen. Ja. Aber trotzdem dürfte die auf einen maximalen Wert, also wenn ich so sehe, hier die Modifikatorwerte von der Möhre, ne, liegen ja bei 1,5, 2,5, ne, auf Spreng und, also heißt Raketen und Heat, ne. Da komme ich ja auf einen Wert von 625, ist klar. Aber dass eine Leo 2 AV, dass ich da eine frontal eine Leo 2 AV an der Unterwanne nicht durchschlagen kann mit der Möhre, ne. Nee, in keinster Weise. Ich habe es sogar versucht. Ich habe einfach mal drauf geschossen, egal ob es rot ist. Kein Effekt. Und das nicht nur ein Schuss, das nicht nur 10 Schuss, das 100 Schüsse. Ja. Ich habe ja in den PvP-Missionen sehr viele Leo 2 AVs schon gehabt. Na, jedenfalls, ihr könnt es ja jetzt sehen hier. Das sind halt diese ERA-Pakete, wie ich das schon mal angesprochen habe. Das sind diese Sprengpakete. Na. Sind hier auch überall auf dem Panzer verteilt. Das verhindert ja, dass man hier oder es wehrt halt diese Raketen ab. Ach, jetzt habe ich euch das APDS-System nicht zeigen können. Na egal, jedenfalls APDS ist ein elektronisches Störsystem, das Raketen einmalig alle, was war das, 42 Sekunden abwehren kann, aber das halt nur viermal in der Runde, weil das Ding nur vier Ladungen hat. Na, hier kann Maßnahmen gegen vier ferngelenkte Raketen alle 25 Sekunden. Ne? Also wenn jetzt, sagen wir mal, eine Fox auf euch schießt, kann man mit diesem APDS eine Rakete abwehren und die zweite Rakete, ja, wenn man da nicht schnell in Sicherheit geht, trifft die zweite Rakete von der Fox. Ne? Naja. Ja, Leute. Jetzt habe ich euch gar nicht die Auswertung gezeigt. Ja, könnt ihr mal sehen, also, ne, was das Ding eigentlich für ein Schadenspotenzial hat. Ne, ich kam jetzt eigentlich doch schon ziemlich gut durch. Und sind gerade mal drei daneben gegangen. Ne, also, ist schon nicht schlecht. Wieso stehe ich auf letzten Platz? Hm. Ja, sogar eine Challenger 1 hat angeblich mehr Panzerung als meine Raketendurchschlag haben. Ne, an der Unterwanne. Nicht Turm, Unterwanne.
Ja. Habe ich auch schon versucht, gegen eine Challenger 1 anzuschießen mit der Möhre hier. Nee, also ich bin eigentlich ziemlich enttäuscht. Ich habe immerhin, ne, ich habe mir jetzt mal doch schon ein bisschen mehr erhofft von diesem 940 mittleren Durchschlag. Ja. Und dass das Ding 22 Euro gekostet hat, wo das Ding keine vernünftig oberkrasse harte Panzerung hat. Es hat kein speziell ausgebildetes Team, wie jetzt diese Spezialpakete. Ne? Die starten mit Level 1, die Leute. Ne? Es hat keine Spezialausrüstungs-Retrofits in dem Sinne. Ne? Also es ist eigentlich nur ein Standard-Tank, ne? Mit dem man halt ein bisschen mehr Credits machen kann, weil es ein Tier 7 ist. Und das auch nur einmalig. Da habe ich auch schon mal was zu gesagt, ne? Dass ein Premium-Tank nur einmal am Tag mehr Geld machen darf. Ne? Ja, Leute. Aber jedenfalls, ich hoffe, ich konnte wenigstens euch so ein bisschen diesen Panzer mal zeigen. Ne? Im Großen und Ganzen, ja, ist nicht schlecht. Wenn die Raketen mal durchgehen würden, weil immerhin, man hat nur 30 Stück an Bord. Ne? Das ist das Maximum, was man reinladen kann. Es hat nur ein Munitionslager von 30. Ne? Und dann kommt der 940er Schaden nicht an. Ne? Durch. Mittlerer Schaden. Ne? Mal so gesehen. Noch nicht mal der minimalste Durchschlag kommt. In irgendeiner Weise durch. Ne? Also. Alle 30 Schuss. Ja, Leute. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Über Daumen, Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.